Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, und hiermit ein herzliches Willkommen. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder so ein bisschen orientieren. Wie geht es überhaupt hier weiter? Also nachdem ich jetzt hier stundenlang rumgeeiert bin, habe ich jetzt mal eine Idee, wo ich nochmal abchecken kann, ob da alles erledigt worden ist. Ich meine, ich wäre hier oben noch nicht gewesen. Mann, ist die Lara schnell. Hey, also dieses Upgrade, was der Lara bekommen hat, im Laufe ihres Levels, das gefällt mir richtig gut. Richtig flink, die Lara. Ja, hier war ich noch nicht. Das erkenne ich daran, weil das Secret da noch auf dem Stein ist. Seht ihr das? Das sammle ich mir erstmal ein. Und dann gibt es da vorne nämlich noch einen Schalter. Den werde ich jetzt erstmal betätigen. Sollte natürlich schon ziemlich genau dort draufstehen. Genau, rechtzeitig loslassen. Und dann kommt man hier auf diese Erhöhung. Und dann kann man sich auch das die Muni hier einsammeln. Jawohl. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Mein eigentliches Ziel befindet sich nämlich auf der anderen Seite hier. Hier kann ich schon mal cheaten, weil ich hier schon mal war. Haha. Komm her. Snake. Plus 10 Punkte. Ja. Genau. Diesen Zylinder muss ich noch eindrücken. Hallo? Und siehe da, Simsalabim, Lämpchen Reis aktiv. Ja, wie war das nochmal? Okay. Jetzt gehe ich erstmal wieder zurück und werde dementsprechend die kleinen Zylinder platzieren. Ja, mal wieder die falsche Taste gedrückt. Ihr kennt das von mir, ne? Ich glaube, ich hätte meinen Joystick anders programmieren sollen. Irgendwo ist hier ein Loch. Bin ich schon dran vorbei. Wo ist das Loch? Ah, hier ist das Loch. Und jetzt kann ich hier wieder reingehen. Und siehe... Oh! Ach du Sch... Eieieiei, mit denen habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Okay. Du willst was fallen gelassen? Natürlich nicht, ist aber gemein. So, wie war das nochmal? Ich glaube, der erste... ganz klassisch hier hin. Und dann meine ich den vierten. Ah, war natürlich zu früh gedrückt. Na, keine Ahnung, wie die Reihenfolge jetzt genau war. Okay, dann war das so. Ah, jetzt komme ich auf die Plattform drauf. So, jetzt nochmal. Wie komme ich an die Stange dran? Wo ist sie überhaupt? Da oben. Oder... Ah, ich muss vielleicht von hier oben springen. Okay, versuchen wir mal. Oh, da ist noch einer. Aha.
einer ist, könnten auch zwei sein, ne? Liegt da noch was? Ne. Ja, passt das jetzt oder passt das nicht? Oh ja, doch, es passt. Ja, herrlich. Oh, und jetzt? Ja, jetzt darüber, würde ich sagen. Na, das passt. Ups, wo willst du hin? Da liegt da auch noch was? Oh, wie komme ich denn da hin? Da liegt da was, ne? Das will mich ja jetzt schon reizen. Eins, zwei, drei. Ich denke mal, da brauche ich diesen Spezialjump wieder. Ne. Okay, war ein Versuch. Aber trotzdem mal interessant zu wissen, wie kommt man da dran? Oder ist das einfach nur ein Fake? Vielleicht da drauf und dann... Puh. Also erst hier drauf. Okay. Etwa so vielleicht. Ja, es was definitiv. Ja! Ich habe es geschafft! Yippie-yay! Ja, der Ehrgeiz hat mich getrieben. Ich wollte unbedingt jetzt dieses Secret haben. Egal was es kostet. Auch wenn ich dafür eine Stunde brauche. Ich habe es. Na gut, eine Stunde war es nicht, aber eine halbe habe ich bestimmt dran rumgedoktert. Warum laufe ich jetzt überhaupt hierher? Gut, ich denke mal, ich baue hier einen Schnitt ein und wir sehen uns oben auf der Plattform wieder, würde ich sagen. So, ich bin drüben. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Schnitt eingebaut. Also das Geheimnis, was da unten lag, das habe ich mir auch jetzt eingesackt. Und jetzt werde ich diesen Hebel hier betätigen. Mal einen Schritt näher. Dann sollte es floppen. Geht bestimmt ein Stein nach oben. Stein der Weisen, ja. Schon kann ich durch das Gitter durch. Hinein geht's. Ins Wasservergnügen. Ja, ich denke mal, jetzt bin ich im nächsten Level. Ja, nutze ich mal die Gelegenheit und mache mal einen Save-Punkt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Hä? Nee, ich dachte schon, ich wäre jetzt dort, wo ich vorhin schon war. Dem ist aber nicht so. Also die Grafik ist wirklich sensationell cool. Gefällt mir richtig gut. Ja, ich laufe einfach mal meine Nase entlang. Da sind jetzt schon mal Plattformen. Da muss ich bestimmt drüber jumpen. Hier kann man vielleicht auch irgendwie drüber. Okay.
außer dass ich nicht sehe, ist eigentlich alles gut. Naja. Hier, was ist? Okay. Na, geht doch. So, da ist auch noch eine Plattform. Kann man hier noch drauf? Ja, aber nicht so. Interessante Gegend hier, keine Frage. Was machst du denn hier? Wo ist der Rest von dir? Einfach nur ein Rad. Okay. Also ich hätte jetzt Bock mal hier rüber zu jumpen. Mal gucken, was passiert. Genau, dann kann man hier so hoch. Nicht? Ah, es rutscht du bestimmt, ne? Ah, doch nicht. Ich dachte, du rutscht. Ja, und jetzt? Okay. Sieht ein bisschen sehr weit aus. Versuch, mach klug. Ja, sag ich doch. Aua. Gucken wir erstmal, was hier so unten los ist. Oh, Lara hängt fest. Ich nehme schon mal das Gewehr. Beim Glück kommt bestimmt gleich wieder ein Wildschwein. Aha. Bam. So, Schrotmunition. Ja, ich glaube, ich werde mal wieder wechseln. Weil sicher ist sicher. In der freien Natur soll man nicht so durchs Gestrüpp laufen. Könnte man ja die Wildschweine mit aufscheuchen. Genau das mache ich ja gerade. Ups. Okay. Mach erstmal Licht an, würde ich sagen. Aber erstmal Luft holen. Noch besser. Ach, das Licht war schon an. Eieiei. Okay. Ein Seagrid, ja, okay. Haben wir noch mehr? Ja, wollte gerade sagen, aber noch ein bisschen wenig sonst. Jetzt würde ich sagen, schnell wieder raus hier. Da, ich höre was, Wo bist du? Warum gehst du nicht weiter? Ich sehe dich zwar nicht, aber ich schieße mal trotzdem, so auf Verdacht. Wo bist du denn, du Wildschwein? Ja, okay, aufgelöst. Okay. Da willst du hin? Keep away from this dog. Looks wild. Keep away? Ah! Da ist jemand.
Hallo? Da ist doch jemand. Ein Hund oder so, ne? Hallo? Hello, Dog? Okay, okay, ich lasse dich mal besser in Ruhe. Hier muss irgendwo noch was sein. Ich habe hier ein ganz ungutes Gefühl. Gut, den Hund lassen wir mal Hund sein. Und hier haben wir das nächste Loch. Oh, es sieht aber tief aus. Ist da Wasser? Nein, da ist kein Wasser. Okay, dann gehe ich doch nicht in das Loch hinein. It's over there. That's high. Gotta find a way to get around this swamp. So, wie komme ich da jetzt rum? Wie komme ich da jetzt rum? Also das Problem ist ja jetzt... Das Problem ist, dass hier überall Sumpf ist. Okay. Over there. That's high. Gotta find a way to get around this swamp.
So, ich sollte auch mein Mikrofon anmachen, dann hört ihr mich auch besser. Aber jetzt habe ich nicht nochmal alles von vorne. Ja, ich soll jetzt irgendwie um das Gebäude herumlaufen, habe ich zumindest so verstanden, und den Eingang suchen. Ja, außer ein paar Wildschweinen habe ich erstmal nicht viel gefunden. Aber noch eine Plattform. Was ist, bin ich wieder hier? Okay. Aber noch eine Plattform, aber die ließ sich nicht öffnen. Aha, was haben wir denn hier? Ich wusste es doch. Wo bist du? Komm her. Ich will dich sehen, du. Du Sau, du. Wo bist du? Ich höre dich. Oh, du warst ganz schön spannend. Komm her. Ja, komm. Ich will dich sehen. Jawohl. Geht doch. So. Ist das jetzt hier eine Sackgasse? Hier ist ein geheimes Zeichen. Ich brauche Feuer. Wie komme ich jetzt an Feuer ran? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Kann man hier durch? Nee, ist nur Zierde. Okay, das, den Punkt muss ich mir schon mal irgendwie merken. Das ganze Gestrüpp hier macht das nicht besonders einfach. Hier ist eine Plattform. Da ist eine Mauer. Und hier ist wieder das geheime Zeichen. Mhm. Da ist auch eine Plattform. Okay. Und wo haben wir jetzt ein Feuer? Ein Feurio, bitte. Puh, gar nicht mal so einfach, würde ich sagen. Oh, das kann jetzt dauern. Ich denke mal, ich werde jetzt hier irgendwie einen Schnitt einbauen. Weil das Level, also die Area ist jetzt ziemlich groß. Ah, hier ist der Hund. Ja, den Hund lasse ich mal lieber. Oder ich muss doch mal versuchen, auf diese Plattform zu springen. War das die hier? Sieht aber auch ein bisschen komisch aus. Da schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Muss man dagegen schießen vielleicht? Dass sie so ein bisschen tiefer kommt. Hm. Ich weiß nicht. Können wir auch so einen Schuss verschenken? Hm. Ja, ist ja gut. Wie komme ich denn da nochmal hoch? Ah, hier war noch eine Treppe, ne? Genau, hier war eine Treppe. Hier war ich ja schon, ich weiß. Und da habe ich den ganzen Gestrüpp, ist ja gar nicht mal so einfach. Es muss doch irgendwas bringen. Oder muss ich... Ach, ich bin falsch gesprungen. Vielleicht... Ich will ja nochmal drauf. Oh, Flora, was ist los? Oh, ja, ja. An der vorletzten Sprosse. Egal, Hauptsache ich bin oben. Ach, das ist auch noch eine Plattform. Das habe ich von alles gar nicht gesehen. Ja, so ist das bestimmt gedacht. Dass ich jetzt hier drauf springe. So, dann tue ich das einfach mal. Huh.
cool gemacht mit dem Spalt hier. Ja, so kleine Details, finde ich gut. Genau, da bin ich schon reingetaucht. Da wäre ein bisschen weit, da wäre vielleicht auch ein bisschen weit. Hier ist eine Stange. Aha. Das könnte doch funktionieren. Wenn ich da jetzt irgendwie drauf jumpe. So, ich würde sagen, auf los geht's los. Okay. Neuer Versuch. Und jetzt bin ich nochmal oben. Aber das ging ja nicht. Das ging nicht. Schauen wir uns das noch mal ein bisschen genauer an. Einfach mal hier gegen schießen. So, ich mach noch mal ein Test. Nee, keine Chance. Gut, was nu? Was nu? Es ist guter Rat teuer. Oh. Oh, hier ist wieder der Hund. Ach komm, wir gehen mal zu den Hunden. Vielleicht. Vielleicht ist er ja ganz lieb. Hallo, Hund. Oh. Bist du lieb? Oh, der scheint lieb zu sein. Schaut mal. Feines Hündchen, du. Kannst du mir helfen? Irgendwie? Ja, das ist ja mal toll. So, und jetzt? Wo bin ich jetzt? Hier war noch irgendwo das Loch, ne? War nicht hier? Ja, ja. Oh, fast reingelaufen. Ich schaue mir das Loch nochmal ein. Ah, das ist eine Treppe! Ah! Die habe ich vorhin übersehen. Ja, das gefällt mir doch. Das sollte doch passen, ne? Da ist doch Wasser. Ja, wusste ich doch. Nur das Wasser ist nicht allzu tief. Okay, okay. Dann kann das natürlich nicht funktionieren. So, und du? So langsam könnte ich mal wieder was finden. Ja, okay. Gehen wir hier weiter. Her. Was haben wir da? Organisches. Feuer. Mad place. They believe in creatures. Invaders from a different world who started the pandemic. The colonists. Okay. Okay, okay, okay. Mal alles hier abchecken, durchscannen. Also irgendjemand kommt gleich bestimmt. Ich nehme, glaube ich, schon mal eine andere Waffe. Wer weiß, wer weiß. Ja, 6 Schuss. Naja. Okay, ich könnte meine Fackel schon mal entzünden, warum nicht? Wenn wir gerade mal hier sind. Aha.
Eine Kiste. Oh nö, warum ist die Fackel jetzt ausgegangen? Das ist aber gemein. Ja, das kann ich aber auch. Definitiv. Jetzt sind wir an. Ja, okay. Kleiner Grafikfehler. Kann ja mal passieren. Gut, ich denke mal, ich soll hier einfach nur die Fackel mitnehmen, aber komme ich denn die Leiter hoch mit der Fackel? Hat das vorher gar nicht zu bedeuten? Also ich kann hier auch nichts weiter erkennen. Man hier was machen kann auch nicht. Schmeiße ich die Fackel mal wieder weg. Ah! Okay. Ja, jetzt wird es ja interessant. Jetzt kann ich bestimmt von oben da reinfallen lassen. Das wäre jetzt so mein Plan. Ein Stückchen geht noch. Ah, das ist eine Plattform. Aber nur, wie komme ich da hin? Genau, das meinte ich damit. Wie komme ich da hin? Ja, von hier sieht man nichts. So. Test 1, so. Okay. Ja, was soll ich sagen? Wenn man blind ist, ist man blind. Wenn man nicht blind ist, ist man nicht blind in dem Sinne. In dem Fall habe ich da etwas übersehen. Das war ganz Simples. Aber mit der Fackel, das war schon mal richtig. Ist klar, Feuer ist noch nicht für Lulu hier. Und zwar ist hier irgendwo noch ein Gang. Genau, den Gang hier, den habe ich einfach nicht gesehen. Ja, was soll ich sagen? Manchmal ist das Rätsel so einfach zu lösen, indem man einfach mal ein bisschen genauer guckt und schaut. Gut. Genau, dann kann ich jetzt hier ein Feuer entfachen. Ein bisschen pixelgenau davor stehen. Komm mal, bumm. Danke. Ah, ein Schalter ist da. Irgendwo die Fackel brauche ich nicht mehr. Zack. Bin mal gespannt, was passiert. Okay. Was ist jetzt passiert? Ist die Plattform weiter nach vorne gegangen? Ist egal. Less and less. Less and less. Ja, okay. Ich kletter nochmal hier hoch. Das war ja so gesehen gar nicht mal so verkehrt. Nur der Schalter hat ja gefehlt. Okay, was hat das jetzt gebracht? Ist die Plattform jetzt näher? Nö. Ah, so weit konnte ich vorhin nicht gehen. Das ist jetzt passiert. Na gut. Dann nehmen wir den Weg. Wir sind da flexibel. Na komm, dreh dich. Ja, fein schaust du aus. Und du bist ein bisschen verletzt, sehe ich gerade am Bauch. Ein bisschen schmutzig bist du auch. Aber das soll uns nicht davon abhalten, weiter zu zocken. Ja, jetzt müsste ich doch am nächsten Schalter sein, ne? Hoffentlich. Ja. Herrlich. Wollen wir mal sofort betätigen. Hm.
Ja. Jetzt komme ich wenigstens wieder raus. Kann noch ein schönes Medipack einsammeln, hoffentlich. Oder Munition. Oder beides. Wer weiß. Pfeile. Okay. Und ein Fläschchen. Oh. Nur, was soll ich damit? Ich wüsste jetzt nicht, wofür du was gebrauchen könntest, Lara. Ich habe jetzt keinen blassen Schimmer. Hier war noch. Hier oben war da auch noch etwas. Hier ist ja auch noch eine Plattform. Wie komme ich denn da hin? Hä?